Cookies, Comic-Cookies, lecker. Vom 26. bis zum 29. Mai 2016 fand der Comic-Salon in Erlangen statt. Dies ist der erste Teil der mitgeschnittenen Impressionen. So, endlich sind wir hier in Erlangen gelandet. Der Steffen hat unser Raumschiff einigermaßen durch den Stau befördert, mit etwas Verspätung gelandet und jetzt sind wir hier. Hallo Steffen. Hallo. Und heute eine Überraschung. Wir sind mal komplett, also die alte Crew. Bei uns ist der Sepp. Njam, njam, Comic-Cookies. Das hat er sich gemerkt. Was hat denn sich der Sepp so vorgenommen für den diesjährigen Salon? Ja, ich bin frisch, fromm, fröhlich, frei. Der einzige wirklich feste Plan ist die Taniguchi-Ausstellung. Und für mich das große Thema dieses Jahr in Erlangen ist die Rückkehr von Love and Rockets auf den deutschen Markt bei Reprodukt. Kann ich jedem nur empfehlen, da auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen und sich alles mitzunehmen, was man kriegen kann. Ansonsten werde ich einfach mal über den ganzen Salon streunern und mir ansehen, wer so da ist und was es so gibt. Und den Kampf mit dem Mikrofon weiterführen. Und was hat der Steffen vor? Erstmal möchte ich auf die Nachtruhe hinweisen, dass wir auf die Anwohner achten sollen, wo gegen Sepp eine schöne Theorie hatte. Ja, also das Schild ist hier so aufgehängt, dass man das eigentlich nur sehen kann. Das alles Podcast fällt auch mal mit ein hier. Schön, dass wir alle wieder da sind. Ich grüße euch. Du bist der Sepp, ne? Du bist der Breedstorm. Hallo Andi. Steffen, ne? Hallo Andi. Ich grüße euch alle. Schön. Ja, danke, weil den Namen kann ich mir nie merken. Das schon von mehreren Leuten. Das macht überhaupt nichts. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, also ich spreche jetzt mit den Zuhörern, dass wir vor 2 Jahren ja eine kleine Comic-Podcaster-Runde hier auf dem Comic-Salon gemacht haben. Dieses Jahr sind nicht ganz so viele Podcasts anscheinend anwesend, aber wir sind zumindest alle wieder da und ihr habt ein Gerät mit dabei, das ist schon mal sehr gut, dann ist meine Stimme zumindest mal irgendwo da im Äther. Schon mal sehr gut, deine Frau hast du auch mitgebracht, aber deine Zweitfrau, wo ist der Dirk? Ja, der wird wahrscheinlich Samstag da sein. Also der ist ja jetzt mittlerweile eine Kleinfamilie und das macht die Zeitplanung immer ein bisschen schwieriger. Morgen muss er auch noch arbeiten, aber am Samstag wird Dirk dann wahrscheinlich auch mit da sein. Dann können wir auch mal vors Mikro zerren dann. Und wahrscheinlich bringt er sogar selber eins mit, vermutlich. Also ich habe eine Bitte an dich, du musst auf jeden Fall den Comic-Anteil im Podcast wieder erhöhen bei euch, ne? Ja, ich weiß, das hat ein bisschen abgenommen, aber die letzten paar Folgen waren sehr comic-lastig. Ich weiß nicht, ob du die letzten paar schon gehört hast, aber wir haben Bela Sobotke im Interview gehabt, wir haben Jeff Chee im Interview gehabt. Die Folge, die heute noch rauskommen sollte, müsste, ist so Vorbereitung auf den Comic-Salon und wir werden auch eine Nachbesprechung natürlich machen und ich bemühe mich möglichst viele Comics zu lesen und sie dann im Podcast auch wieder zu besprechen. Das haben wir schon mal erreicht, das ist hervorragend. Ja, aber ich bin froh, dass du ein treuer Hörer bist und einer der wenigen Menschen, die uns in iTunes auch einen Kommentar hinterlassen haben. Das können natürlich auch, ihr habt es sicherlich auch, ich weiß nicht, ob ihr es notwendig habt, aber ihr freut euch sicherlich auch, wenn Leute euch auf iTunes einen Kommentar hinterlassen. Deswegen immer der Aufruf an alle Hörer. Ich weiß, ich mache das auch sehr selten, aber Kommentare und Bewertungen auf iTunes hinterlassen, freut jeden Podcaster. Genau, kostet kein Geld. Wir haben kein Patreon und ähnliches, aber sowas natürlich immer schön und schnell gemacht, in wenigen Sekunden. Was hast du dir denn vorgenommen für den diesjährigen Salon? Was willst du unbedingt sehen? Ich habe mich halbwegs vorbereitet diesmal, nicht so ganz intensiv. Es gibt ein paar Leute, die ich auf jeden Fall treffen möchte. Bela Sobotke, weil wir den im Podcast hatten, ich persönlich mit ihm noch nicht gesprochen habe. Ich möchte Eric Krieg treffen, der hat bei Avant den Comic In the Pines rausgebracht jetzt dieses Jahr. Das ist ein Künstler aus Amsterdam, den finde ich sehr spannend, da will ich auf jeden Fall mal hingehen. Ausstellungen habe ich jetzt keine so ganz speziell im Kopf. Das ist alles so, das ist kein Thema dabei, das mich jetzt sofort so angesprochen hat. Werde ich so einfach so generell mal durchwundern. Und ansonsten werde ich das relativ spontan und locker halten und mal gucken, wie mir so an sich einfach Leute über den Weg laufen wie ihr, die jetzt keine festen Zeiten haben und mal gucken, was dann passiert. So. Ja, und Sepp konntest du nicht übersehen, ne? Das ja, ich habe euch alle wiedererkannt. Letztes Jahr, vor 2 Jahren nicht mit bei der Aufnahme mit dabei, ne? Genau. Da, zu viel gefeiert am Vortag heißt das normalerweise. Verstehe. Du warst aber auch nicht mit dabei bei der Aufnahme. Ne? Nee, ich konnte leider nicht.
Ja, du warst hier mit deinem eigenen Mikro unterwegs. Nee, du warst schon wieder weg, glaube ich, an dem Tag. Da hatte ich nur 2 Tage, aber dieses Jahr ziehe ich bis Samstag durch. Dieses Mal bin ich vorbereitet, ja. Ja, dann werden wir uns auf jeden Fall auch mal ohne Mikrofon mal zusammensetzen und mal gucken, wie die Podcaster-Szene sich vielleicht noch doch besser vernetzt für die nächste Zeit, nachdem die anderen Kollegen, die nicht da sind, zumindest alle gewillt waren, mal virtuell miteinander aufzunehmen, wenn wir das auch mal wieder machen. Guter Plan. Dann danke ich dir erstmal und wie gesagt, hört mal in den Podcast das alles rein. das-alles.de Weil das alles war schon besetzt. Ja, das haben wir uns noch nicht erkämpft. Das hatte schon jemand, ja. Du siehst, ich höre das aber. Ja, du bist auf jeden Fall einer der... Von zweien. Genau, die sich ab und zu auch mal melden. So die 3-4 Menschen, die wir kennen. Ja. Ja, cool, viel Spaß noch. Ebenso. Einen schönen guten Tag. Prima, dass ihr heute euch entschieden habt, nicht ins Schwimmbad zu gehen bei diesem tollen Wetter, sondern hierher zu kommen. Wir haben ein ganz spannendes Gespräch vor uns mit Andreas. Wir haben eine super Show hier gerade. Man sieht das ja an den Schildern, Andreas und Andreas. Aber das ist eigentlich nicht das Phänomen, sondern das Phänomen ist das, dass neben mir der Comiczeichner sitzt, in Deutschland geboren, der mit 65 Alben und noch etlichem mehr der produktivste derzeit tätige Comiczeichner aus Deutschland ist. Und das Phänomen dabei ist natürlich, dass er in Frankreich sehr viel bekannter ist als hier. Und ich gebe mal ganz kurz nur ein paar Eckdaten. Er ist 1951 in Weißenfels an der Saale geboren, das seit einem guten Jahr vorher oder ein gutes Jahr vorher DDR wurde. Und Weißenfels ist eigentlich eine Kleinstadt, die eher bekannt ist für die Produktion von Schuhen als von Comiczeichnern. 1965 ging er dann nach Düsseldorf, studierte Kunst. 1973 zuerst nach Belgien, Brüssel und dann nach Frankreich und arbeitet dort seitdem, wie gesagt, 65 Alben. Und das Verrückte ist, ein so produktiver, großartiger Comiczeichner ist zum ersten Mal heute in Erlangen. Ich glaube, damit fangen wir mal an. Was ist dein erster Eindruck, wenn du hier so herkommst? Du kennst wahrscheinlich die Comic-Veranstaltung in Frankreich. In Frankreich ist ja wesentlich mehr los. Der Comic-Salon hat jetzt gerade erst vor ein paar Stunden aufgemacht. Was ist dein erster Eindruck? Ach, das ist eigentlich wie der Hamburger Comic-Salon auch. Also ich meine, innerhalb des Comic-Salons ist ja, das sind ja Leute und Fans und Leute, die sich interessieren und wie in jedem anderen Comic-Salon. Deshalb sieht man auch den größten Unterschied nicht mit anderen, also mit den Festivals, die ich in Frankreich kenne. Hast du von Frankreich aus noch einen Blick auf das, was in Deutschland passiert? Sehr wenig. Sehr wenig, leider. Ja. Und ich habe auch vor, hier mal ein bisschen mich besser zu informieren und ein bisschen umzugehen. Es interessiert mich schon. Also das, in den Jahren, ich bin ja immer wieder nach Deutschland gekommen, also regelmäßig, und weil ich immer Familie in Deutschland habe und Freunde. Und ich habe immer mal wieder nachgeschaut in den Buchhandlungen und so weiter. Und da habe ich eben meistens nur die französischen Sachen übersetzt gefunden. Also nicht keine sehr große deutsche Produktion eben. Aber es würde mich wirklich mal interessieren. Guten Tag, nenne ich Rina Joost, Reto Glor, Barbara Schrag und Gregor Gild mit ihren jeweils aktuellen Bänden. Es wird uns darum gehen, uns zu überlegen, was eigentlich in der Schweiz im Moment läuft, wie es läuft, warum es läuft oder warum es nicht läuft und so weiter, einen kleinen Überblick zu geben oder einen kleinen Einblick zu geben in das, was in der Comic-Szene Schweiz oder vielleicht auch den Comic-Szenen Schweiz, je nachdem, alles abgeht. Und
Das ist ein bisschen ein abstraktes Thema, wenn man von Szenen redet, aber wir haben ja auch Künstler und Künstlerinnen hier auf dem Podium und es geht um ihre Bücher und letztlich ist ja das, was zählt und das ist der Grund auch, warum wir nach Erlangen kommen. Es sind eigentlich die Bücher, die uns interessieren, mehr als das, was im Hintergrund passiert. Deswegen möchte ich den Verleger David Basler bitten, dass er uns diese drei Künstler bzw. das Künstlerpaar kurz vorstellt und vor allem auch erklärt, warum er ihre letzten Bücher in der Edition Moderne veröffentlicht hat, was ihre Qualitäten sind in seinen Augen und warum wir alle diese Bücher auch lesen sollten. Ja, vielen Dank, Christian Gasser. Wir sind hier ganz unter Schweizer hier auf dem Podium und ich möchte mich beim Comic-Salon auch bedanken für diese Einladung. Dass ich drei Autoren mitgenommen habe, das repräsentiert eigentlich auch das Programm der Edition Moderne, das vielleicht der eine oder andere kennt. Edition Moderne wurde 1981 gegründet und wir unterscheiden im Verlag und im Verlagswesen zwischen zwei Arten von Produktion. Das sind Lizenzen, Übersetzungen aus dem Ausland, wo der Verlag die Rechte für die deutschsprachige Ausgabe einkauft. Das andere sind Originalausgaben. Und jetzt möchte ich heute eigentlich davon sprechen, wieso die Edition Moderne eigentlich sehr viele Schweizer Originalausgaben hat. Ich habe hier zu meiner Linken Rina Joost. Sie hat im Januar 2016 eine Reisereportage bei der Edition Moderne veröffentlicht, wo sie erzählt aus ihrer Sicht, wie sie von Moskau nach Shanghai gereist ist. Dann habe ich hier zu meiner Rechten Reto Glor. Er hat ein autobiografisches Buch veröffentlicht, das heißt Das Karma-Problem. Reto Glor kenne ich schon lange. Ich habe seine Bücher schon in den 90er Jahren veröffentlicht. Das war Matter, ein historisch-schweizerisches Thema über einen Gauner im 19. Jahrhundert. Und Meyer und Meyer, auch ein anderes historisches Buch, das damals Reto mit dem Szenaristen Markus Kirchhofer zusammen gemacht hat. So, Freunde. Nach dem ersten Tag ist vor dem zweiten Tag. Und wir ziehen jetzt ein kleines Resümee. Ich persönlich habe heute den Nachmittag ein bisschen damit verbracht, mir zwei Vorträge anzuhören. Die schätze ich aber mal im Special kommen werden, weil die sehr lang sind. Und ja, ging einmal von den Andreas, der hat sich ein bisschen vorgestellt, eine Stunde lang. Und dann habe ich noch eine Stunde mitgeschnitten vom Vorstellung von Schweizer Comics, was ich auch sehr interessant fand, aber ich denke, das wird eher mal im Rahmen eines Specials rauskommen, sonst wird das ja wirklich ein Monster-Podcast und so könnt ihr euch das ein bisschen aufteilen. Aber bei mir ist der Sepp, der jetzt gechillt ist, nachdem wir hier im böhmischen Restaurant eingefallen sind und uns die östlich von hier gelegenen Spezialitäten reingezogen haben. Ja, aber der Sepp wollte auf jeden Fall noch was loswerden, nämlich wo er heute käuflich was erworben hat und vor allem was. Ja, ich war nämlich heute auf dem Salon ziemlich frustriert erstmal gewesen, weil ich nichts gefunden habe, was mich direkt angesprochen hat und das hat mich auch ein bisschen geärgert. Das hat sich gezogen bis in den späten Nachmittag rein. Ich habe dann glücklicherweise am Stand von Hummel Comics eine Gesamtausgabe von Mann aus Java entdeckt. Eine Albenreihe, die ich vor über 10 Jahren schon mal ausgeliehen bekommen habe. Damals zum Anfixen auf Comic-Alben, damit ich da auch mal von dem amerikanischen Kram wegkomme. Hat mich auch sehr angesprochen, habe dann aber leider direkt danach von meinem Comicladenbesitzer gesagt bekommen, gibt's nicht mehr. Schön, dass dir so viel Spaß gemacht hat, selber kaufen kannst du es nicht. Und jetzt viele, viele Jahre später bin ich dann in Erlangen drüber gestolpert und habe es natürlich auch direkt mitgenommen. Aber was ich total vermisst habe den ganzen Tag, war der Stand von Pictopia. Das ist halt so für mich eine Pflichtadresse, immer in Erlangen gewesen. Ein super
eine super Auswahl an dem Stand, viele Independent-Sachen, viel Special Interest, was im Comic-Bereich dann wirklich sehr speziell ist, weil der Comic-Bereich an sich ja schon Special Interest ist. War immer lokalisiert oben in der Ecke bei Reprodukt und was ist das da oben? Avant? Ja, also in der Ecke war der immer gewesen und da Zwerchfell, genau. Und da hat er auch gut hingepasst. Von der Programmauswahl gerade in der Nähe von Reprodukt perfekt gepasst. Entschuldigung. Ich hätte auch ins Mikrofon husten können, wenn ich danach ins Mikrofon lache, aber egal. Ich stelle fest, dass du positiverweise ins Mikrofon auch reinredest. Das ist schon mal so. Ja, es ist auch wesentlich weniger irritierend, wenn ich es selber in der Hand habe, als wenn irgendjemand die ganze Zeit genau meinem Mund folgt, egal wo ich mich hindrehe. Jedenfalls ein Stand, bei dem ich so Sachen bekomme wie Crazy Cat, wo ich meine Love and Rockets Sachen gekauft habe, solange die nicht bei Reprodukt endlich wieder aufgelegt werden, was ich jetzt hier nochmal jedem ans Herz lege und auch dir, lieber Breedstorm. ja, und der war, wie gesagt, verschollen. Ich habe ihn verzweifelt gesucht und hatte die Hoffnung schon aufgegeben, war schon relativ frustriert, habe im Park gesessen, habe mit meinem Schicksal gerungen, wie das denn jetzt weitergehen soll. Nur ein einziger Comic in Erlangen gekauft, was ist denn da los? Also das kann ja irgendwie nicht angehen. Genau, also Comic Burnout in Erlangen. Und dann gehe ich dann doch nochmal über die Messe, weil ich dann nochmal einen Steffen und einen Breedstorm gesucht habe. Bin dann in der Nähe vom Panini-Stand. Und da ist so eine Säule. Und hinter der Säule steht auf einmal jemand, den ich kenne. Und ja, es war der Besitzer von Pictopia. Und da war auch sein Stand. Hinter der Säule. Der Stand ist nur unwesentlich größer als die Säule. Ich weiß nicht, wann wird das hier online gestellt? Wahrscheinlich erst nach Erlangen. Sehr schade, sonst hätten die Leute jetzt noch mal rausfinden können, wo der verschollene Stand hingekommen ist. Also wirklich kein netter Zug von den Veranstaltern, den armen Mann da hinten dran zu verstecken. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass ich ihn gefunden habe. Und wie nicht anders zu erwarten, hatte ich dann plötzlich doch gefüllte Taschen und bin in den letzten 5 Minuten des Comic-Salons dann nochmal einen Großteil des Tagesbudgets losgeworden. Breedstorm hat ja ein paar Fotos geschossen von meiner Ausbeute. Mann aus Java, wie gesagt, bei Hummel Comics und dann 3 Crazy Cat Alben. Und Butcher Baker habe ich mir mitgenommen, was einige vielleicht kennen, ist bei Image rausgekommen in einer schönen Hardcover-Ausgabe. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, aber es sieht sehr interessant aus und ich freue mich auch schon drauf. Und auch wenn mich das restliche Programm hier auf dem Salon jetzt nicht so angeturnt hat, weil Variant-Cover sind ja schön, aber wenn ich das, was drin ist, schon habe, brauche ich auch das Variant-Cover nicht. Und wenn ich das, was drin ist, nicht lese, dann brauche ich auch kein Variant-Cover dazu. Das meiste, was sonst so an Neuheiten da ist, kriege ich auch im Laden. Da unterstütze ich lieber meinen Händler. Weil der Preis ist so oder so derselbe. Das heißt, ich spare ja nicht den Händlerrabatt, wenn ich es hier kaufe. Dann gucke ich lieber zu, dass mein Händler was dran verdient. Und ja, damit wird Pictopia wahrscheinlich mein Haupteinkaufsziel für die nächsten Tage bleiben. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Du siehst mich wirklich, dass ich heute noch gar nichts gekauft habe, habe mir aber Gedanken gemacht, was ich mir dann holen werde. Heute war es auch ein bisschen schwierig, weil ich die Klamotten alles noch bei Steffen im Auto hatte. Und morgen werde ich einigen Ständen meine Aufwartung machen. Ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil ich dann doch ganz gern den einen oder anderen extra Wunsch habe, noch was reinzuzeichnen oder was auch immer. Und gerade heute am Anfang war ein sehr großer Run auf die Stände natürlich, wie immer, ne? Weil die Leute sagen, dann habe ich schon mal was in der Hand, wenn ich gleich als erstes hingehe und kriege das, was ich haben möchte. Aber da werde ich morgen auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Dies Jahr erstaunlicherweise relativ viel im Heftbereich. Ich habe ein bisschen festgestellt, dass ich ein bisschen erschlagen bin von der Menge, einfach die da ist, wo ich mich gern mehr informieren würde, aber wo ich genau weiß, die Zeit reicht halt einfach nicht. Das sind die Ausstellungen, die Taniguchi-Ausstellung habe ich mitgenommen und die, wie heißt es, India Awakens, glaube ich, finde ich sehr, sehr spannend, aber unterm Strich, für meinen Bedarf habe ich da zu wenig Zeit halt auch verbracht, um das wirklich richtig würdigen zu können und es ist halt ein unglaubliches Programm, was da aufgefahren wurde. Und gerade bei den Verkaufsständen unten in der Halle, wo diese ganzen wirklich Händler sind, da bin ich noch nicht ein einziges Mal vorbeigekommen. Ich habe die Studenten habe ich geschafft oben und ein kurzer Gang durch die Künstlerallee und die normalen Verlage habe ich alle durch.
Aber es ist wirklich so viel, also selbst wenn ich nur die Studenten nehmen würde und würde mich wirklich intensiver mit dem, was der eine oder andere gezeichnet hat, da beschäftigen. Da habe ich mir versucht, wirklich Highlights rauszupicken und mir die genauer anzugucken. Aber auch da wäre ich schon sehr, sehr lange Zeit mit beschäftigt. Und früher habe ich mich sehr unter Druck gesetzt, um möglichst viele Zeichnungen abzugrasen. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr, weil dieses Jahr zeichnertechnisch nicht viel, was mir noch fehlt, da ist. Also viel hat man einfach, gerade jetzt von den Deutschen, da habe ich wirklich zu jedem eigentlich schon was im Regal stehen. Mein Informationsbedarf hier zu decken ist wirklich sehr schwierig. Also es könnte von mir aus auch eine Woche gehen und ich hätte immer noch was zu entdecken und zu tun und zu machen. Und es würde auch noch wahrscheinlich jeden Tag Geld fließen, weil ich immer noch was Neues finden würde. Stattdessen, wie gesagt, zwei Vorträge, aber auch das fand ich mehr als spannend. Ja, mal gucken, wie sich das morgen herausstellt, ob wir ein paar mehr Leute finden, die halt auch uns noch ein bisschen was erzählen von ihren Erlebnissen oder so. Am ersten Tag ist es meistens etwas schwierig, weil man trifft den und erstmal, aber ich sag mal, was geplant haben doch die meisten in irgendeiner Art und Weise was zu machen. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist immer noch jedes Mal ein Highlight, hier zu sein. Definitiv. Ja, ja, da möchte ich auch gerne nochmal was loswerden, weil, wie du richtig gesagt hast, es gibt einen Haufen interessantes Zeug. Also nur die Tatsache, dass ich da jetzt für mich nichts gefunden habe, heißt nicht, dass es irgendwie qualitativ schlecht wäre oder so. Es gibt sehr, sehr viele interessante neue Sachen, sehr, sehr viele auch Künstler, die ich noch nicht gesehen habe. Wie du gerade richtig gesagt hast, im Studentenbereich werden es auch immer mehr. Und das, was gezeigt wird, wird auch immer interessanter. Ich meine, da gibt's auch viel, ich will es jetzt mal avantgardistischen Kram nennen, wo ich jetzt nicht so viel damit anfangen kann. Aber ich habe auch einige Sachen gesehen, die gingen so ein bisschen Richtung Louis Trondheim. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann möchte ich noch ein Wort zu den Ausstellungen loswerden. Ich bin auch drüber gegangen, habe mir das alles angeguckt. Ich werde die Taniguchi-Ausstellung auch noch öfters besuchen, muss ich sagen. Die habe ich noch nicht ausgeguckt, was auch daran liegt, dass man da erstmal sieht, was es auf Deutsch von ihm noch so alles nicht gibt. Also von einer vollständigen Werksausgabe sind wir weit, weit entfernt. Fatalerweise sind viele seiner Produkte von Panini lizenziert worden, die das mit großem Erfolg in Frankreich rausgebracht haben. Ich weiß nicht, inwiefern dadurch die Rechte in Deutschland blockiert werden, aber in der Regel ist es so, Panini hat sie dann europaweit. Das wäre für mich die einzige Erklärung, warum man von manchen Sachen weder von Carlsen noch von Schreiber und Leser irgendwas gehört hat. Ich hoffe, dass man sich da entweder einigt oder dass Panini irgendwas selber rausbringt, weil die Sachen, die man in der Ausstellung sehen kann, die es auf Deutsch noch nicht gibt, sehen halt alle super aus. Und Frankreich ist uns da ganz klar einen Schritt voraus in Sachen Taniguchi. Das wird vom Publikum stark angenommen, das wird von den Verlagen stark gefördert und ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ich bin kurz durch die türkische Ausstellung gegangen, war überrascht über die Verwandtschaft zu vielen französischen Funnies, was man da so gesehen hat. Allerdings hat natürlich der türkische Text es ein bisschen schwer gemacht, viele von den Cartoons komplett zu verstehen. Es gab einige sehr einfach aufgebaute, wo man auch ohne die Sprechblasen lesen erkennen konnte, um was es geht. Aber manche sehr textlastigen Seiten sagen einem dann halt gar nichts. Ja. Dieses India Awakening war für mich ein bisschen frustrierend, weil ich bin jetzt auch nicht gerade schmal gebaut und man war da sehr innovativ mit dem Aufstellen der Wände gewesen. Und da gab es so einige Durchgänge, durch die bin ich dann nicht mehr durchgekommen. Und ich war da nicht der Einzige. Dadurch gab es dann manchmal in einem sehr schmalen Winkel einen sehr unangenehmen Stau von vielen Leuten, die nicht wussten, wo sie hin sollten, bis sich alle entschlossen haben, wieder zurückzulaufen. Und da kam auch schon die nächste Gruppe um die Ecke. Bestimmt gut gemeint, die ganze Aktion, aber ich finde es nicht so toll umgesetzt. Hast du das Ganze mal von oben betrachtet? Nein, noch nicht. Wenn du es von oben betrachtest, wirst du sehen, dass du da das eindeutig das Konzept, diese Enge da offensichtlich auch sehr geplant haben. Da haben sie oben zum Beispiel so Masten aufgestellt und mit so Schnüren vernetzt, dass das so aussieht von oben wie so
in asiatischen Ländern, also ich war zum Beispiel mal in Thailand, die Stromnetze, wo du hier sagst, welcher Idiot hat denn das so dilettant? Ja, weil das einfach so aussieht, als hätte ich die Strippen gezogen und wenn ich einfach eine neue dazulege, dann mache ich das halt einfach, ohne Konzept. Und so sieht es von oben halt auch. Also ich habe das Gefühl, die wollten schon so ein bisschen die Beklemmung von so Gassen und sowas übernehmen, genau wie sie bei Taniguchi unten, da haben sie eine Sitzecke, da sind unten, ja, was soll das darstellen, so Lavasteine, Kohle oder sowas. Also da steckt schon ein interessantes Konzept dahinter und oben gibt es ja halt, wie gesagt, auch noch einiges zu dem Thema zu sehen, auch die Aya-Ausstellung, ne? Ich will auch nicht bezweifeln, dass ein Konzept dahinter gesteckt hat und dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, aber nee, es war einfach nicht Sepp-freundlich. Ja. Auch bei der Taniguchi-Ausstellung hat mir so ein bisschen ein Weg gefehlt. Ich habe oft das Gefühl gehabt, ich sehe mir hier gerade Bilder oder es gibt auch sehr schöne Tusch- und Aquarellzeichnungen zu einem bestimmten Manga an. Dann gehe ich um die Ecke, da ist ein ganz anderer. Dann gehe ich um noch eine Ecke, da bin ich wieder beim ersten. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum. Dann gibt's wieder Gänge, die sind absolut thematisch einer bestimmten Veröffentlichung zugeordnet. Da habe ich das System bisher noch nicht so ganz durchschauen können, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber wenn man schon viele Sachen aus einer Veröffentlichung hat, dann macht es irgendwie Sinn, die in der Nähe zu präsentieren. Was da auch sehr seltsam war, da war ein großes Plakat gewesen, Taniguchi und die Muskelmänner oder so und Action-Comics und bla bla bla. Und tatsächlich war dann genau gegenüber von diesem Texttafel waren dann eher so die besinnlichen Sachen aufgestellt. Ja, also ich find's toll, dass die Ausstellung da ist. Ich find's halt nur nicht so glücklich hingestellt. Ich habe auch versucht, ein gewisses Konzept zu erahnen, weil teilweise haben sie einfach auch die Bücher genommen und an die Wand geklebt. Ist dir das aufgefallen? Also da dachte ich erst, was sind das für dicke Tafeln? Und es ging nicht zu blättern. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, weil das einfach so aussieht, als hätte da wirklich jemand das Ding gerade an die Wand getackert. Aber wenn es geht nicht zu blättern, dann sage ich, okay. Was mich mit Taniguchi noch überrascht hat, also da hatten sie auch einiges an erotischen Geschichten, Episoden, die er so gezeichnet hat, wo bei einigen Werken die Thematik ja oftmals nur angedeutet wurde, oder habe ich das falsch im Gedächtnis? Also bei vielen Sachen, wie zum Beispiel diese unterschiedlichen Altersgruppen, ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte hieß, aber wo der ältere Herr und die jüngere Dame sich finden, da wurde es ja mehr oder weniger angedeutet. Und da war so eine Geschichte mit so einem Boxer, also da ging es doch mehr als deutlich zur Sache. Ja, das ist richtig, wobei das keine reine Erotikgeschichte ist, sondern das ist einfach ein Teil davon. Ich denke, das war da auch der realistischen Darstellung sowohl der Beziehung als auch der Umstände innerhalb der Geschichte geschuldet. Ich weiß nicht, ob er jemals ein reines Erotikwerk gemacht hat. Ich kann es aber auch nicht ausschließen, weil ich das einfach nicht weiß. Tatsache ist aber, dass es kein Tabuthema ist. Also ich meine, in japanischen Veröffentlichungen wird damit generell oftmals sehr viel freier umgegangen, als es bei uns in Europa der Fall ist. Selbst die Zensur, also oder sagen wir mal, die Bildverfälschung, die da teilweise vorgenommen wird, ist schon sehr eigen. Wovon sprichst du da? Ich weiß gar nicht, wovon du Also um das mal zu erklären. Ein erigiertes männliches Glied wird oft geweißt, aber die Umrisse werden komplett erhalten. Das ist halt irgendwie komisch, weil es ist zwar weg, aber immer noch da. Es ist auch immer noch zu erkennen. Ich weiß nicht, unter was ich das ablegen soll. Doppelmoral oder so gemacht als wie? Keine Ahnung. Jedenfalls, worauf ich halt hinaus will, ist, was man halt in einem europäischen Comic entweder gar nicht zeigt oder wenn man oder gleich eine Erotikgeschichte erzählt, da gibt es halt einen größeren Spagat in Japan. Da hat man halt mal einen größeren erotischen Anteil dran, der dann auch direkt schon in Richtung eindeutiger Erotik-Comic abgleitet, aber halt nur für 10 Seiten oder so. Und dann ist man wieder in einer ganz normalen Geschichte, wo das auch keine Rolle mehr spielt. Nehmen wir mal ein französisches Album, wo gern nackte Haut gezeigt wird, dann ist das meistens das ganze Album lang so. Und nicht nur mal einmal speziell. Aber hier, also zumindest mal in den Taniguchi-Arbeiten, wird das meistens von der Geschichte getragen, beziehungsweise es entwickelt sich einfach in diese Richtung, wird dann auch komplett durchexerziert und dann geht's halt weiter. Ja.
es ist eine andere Herangehensweise an das Thema. Bei den Amerikanern ist es ja noch schlimmer. Also die haben da ja so große Probleme damit, dass es ja jahrzehntelang schon rieses Hallo gegeben hat, wenn man irgendwo eine Brustwarze erkennen konnte unter der Kleidung. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Inzwischen ist das dann auch schon wieder ein bisschen zurückgeschraubt worden, aber immer noch kein Vergleich zu der Darstellung in Mangas für ein erwachsenes Publikum. Ja. Auch da gibt es natürlich Unterschiede, wenn man Veröffentlichungen hat, die ganz klar an Jugendliche oder Kinder gerichtet sind, da gibt es ja sowas auch nicht. Oder es wird anders damit umgegangen. Als Beispiel zum Beispiel Ranma 1/2. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt hier viele Hörer kennen, aber es ist eine Serie und da geht es um einen Jungen, der fällt in eine verwunschene Quelle und immer wenn er mit kaltem Wasser übergossen wird, verwandelt er sich in Mädchen. Und je nachdem, wie er halt gerade angezogen ist oder nicht angezogen ist und wenn er halt oben nichts anhat, dann steht er halt Barbusig da. Ja? Das ist aber eine Reihe, die ist auch für Kinder und Jugendliche konzipiert. Es ist halt, wie es ist. Ja, das wird... Die lieben sowas. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe die Serie auch. Ranma 1/2 ist super. Ich habe auch heute verzweifelt versucht, die Komplettausgabe zu bekommen. Die hat ewig lang in meinem Comicladen gestanden und ich habe immer gesagt, die kaufst du dir irgendwann mal. Dann war sie irgendwann weg. Und dann habe ich gesagt, warum sind die weg? Und dann, ja, die haben wir verkauft und es gibt keine mehr. Aha. Und jetzt kriege ich die natürlich nicht mehr. Ja, genau, haha, so ein Mist. Sehr, sehr lustige Serie. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Was war denn eigentlich unser Thema? Die Ausstellung. Also ich werde auf... Genau. Wobei das natürlich auch sehr, sehr unrealistisch war, dass der Boxer gefolgt wurde von diesen erotischen Zeichnungen. Weil was haben wir aus Rocky gelernt zum Thema? Weißt du es? Kennst du das Zitat? Ja, da ist ja nichts mehr mit Boxen, ne? Ja. Wie war das, da wären die Beine schwach? Ja. Aber war das nicht nach dem Kampf? Also im Manga? Ja, könnte sein. Nee, ich werde auf jeden Fall morgen mal einen Blick von oben auf die Ausstellung werfen, um zu gucken, ob ich da das Konzept dann besser erkennen kann. Mhm. Ich hoffe, dass viele die Leute die Gelegenheit genutzt haben, sich das mal näher anzusehen, auch wenn sie nicht Manga interessiert sind. Denn es gibt dort auch einige Tuscheseiten, auf dem man sehr schön den Arbeitsprozess sehen kann. Also da sind noch unten die Bleistiftzeichnungen drunter, oben drüber getuscht. In die Sprechblasen ist der Text eingeklebt und die Rasterfolie ist klar zu erkennen, wo die platziert worden ist. Das ist sehr interessant, das mal so im Arbeitsprozess sozusagen zu sehen. Und ich möchte nochmal betonen, die Tuschezeichnungen und die Aquarelle, die teilweise ausgestellt sind, die sind fantastisch. Also ich kann verstehen, dass das in Frankreich eine überaus erfolgreiche Wanderausstellung gewesen ist, die ja wohl schon seit Jahren da großen Erfolg hat. Und der Taniguchi wird ja auch in Frankreich mit Preisen überhäuft, verdient, wie ich das sehe. Und gerade an diesen Sachen sieht man halt auch erstmal die Vermischung zwischen den europäischen Einflüssen, die bei ihm definitiv gegeben sind. Mhm. Nicht umsonst hat er auch mit Möbius tatsächlich zusammengearbeitet. An Icarus, der jetzt eigentlich auch auf Deutsch rausgekommen ist. Oh, ja, weil Schreiber und Leser, an mir ist er auch vorbeigegangen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Liegt aber in einer sehr schönen Hardcover-Ausgabe bei Schreiber und Leser vor, die tatsächlich sogar sehr günstig ist. Ich glaube nur 25 Euro oder so. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass dadurch, dass die Zusammenarbeit nicht stetig vorangegangen ist, auch nicht das lange Epos, das man mal angedacht hat, raus geworden ist, sondern jetzt doch eine eher kürzere Geschichte. Ich bin aber sehr gespannt, was aus dieser Zusammenarbeit Möbius Taniguchi herausgekommen ist. Jetzt habe ich erstmal nichts mehr zu sagen und übergebe mal kurz. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ja, wenn ich dir ein Stichwort gebe, dann wird es wieder eine halbe Stunde länger, die Aufzeichnung. Ja, nee, aber insgesamt bis jetzt wirklich sehr zufrieden. Sehr hilfreich war dieses Tool, was sie entwickelt haben, dass du dir einfach gewisse Sachen aus dem Terminplan vom Salon raussuchen kannst und das macht dir dann quasi deinen eigenen Zeitablaufplan, wo du zumindest schon mal sämtliche Signierstunden und so weiter drin hast, was ich sehr, sehr gut finde. Vor allem, du brauchst keine eigene App dafür, sondern kannst es ganz normal in deinem Browser angucken. Ja, von so einem Hightech-Zeug habe ich natürlich keine Ahnung. Gut, Freunde der Nacht, dann werden wir morgen mehr dazu hören. Horrido? Horrido. Am Freitag,
Den 27. Mai folgte dann die Max- und Moritz-Preisverleihung. Ein Künstler lehnte den Preis ab. Bester Comic für Kinder 2016. Max- und Moritz-Preis geht an Kiste von Jörg. Und du bist auch nicht Uwe Heilschütter. Warum nicht? Wer bist du denn? Martin ist fast richtig. Matthias Wieland, ich lese sehr oft, ich bin Übersetzer und lese Comics hier in Erlangen. Zum Beispiel für die Kinder des Oberbürgermeisters am Samstag um 16 Uhr gibt es den kleinen Strubbel und Kiste gibt es am, das habe ich gerade gesagt, Samstag, am Sonntag und am Samstag um 11 Uhr gibt es Kiste. Und Patrick Würbereit hat mir einen Zettel mitgegeben und eine Botschaft, die soll ich verlesen. Prima. Mach ich doch mal. Auch handgeschrieben, ja. Oh, sehr gut, Lisa. Danke. Geht schon noch weiter. Ich danke dem Reprodukt-Team für ihren andauernden Support. Vor allen Dingen danke ich Dirk Rehm dafür, dass er die Eier in der Hose hatte, diesen dritten Band mit mir und Uwe zu machen, obwohl sich die ersten zwei Bände damals noch sehr schleppend verkauften. Und ich möchte diesen Preis meinem Freund und Lektor Michael Grönewald widmen. Ohne dich, Michael, wäre Kiste nur ein Drittel von dem, was es nun ist. Ich würde sofort mein Preisgeld mit dir teilen, wenn es denn welches gäbe. Doch solange großartige Zeichner wie Kim Schmidt oder Sascha Wüstefeld, Zeichner, die seit Jahren die deutsche Comic-Szene flankieren und stützen, von diesem Preis ignoriert werden, kann ich ihn weder ernst nehmen noch annehmen. Ich danke dennoch allen für ihre Mühe und besonders Matthias Wieland fürs Vorlesen. Ich bin nicht in der Jury, aber wir können ja nicht jedes Jahr 40 Preise verteilen. Und jetzt hat er ihn doch auch bekommen. Naja, die Presse ist ja da. So ein bisschen Reich-Ranitzky-mäßig, ne? Ich nehme diesen Preis. Danke, dass du es schon gelesen hast. Und viel Erfolg bei deinen Lesungen. Ne? Ja, Sie sehen mich erschüttert. Ich werde auch jetzt nicht nachtreten. Immerhin hast du deinen Dank bekommen. Fortsetzung folgt. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.